Hallo und herzlich willkommen zurück bei Beyond Two Souls mit dem Fixer. Und mit dem Sick. Und mit mir natürlich. Ich muss immer überlegen. Weißt du, so, wer sitzt jetzt hier gerade neben mir? Wir sind gerade dabei, auszubrechen eigentlich. Cole hat Aiden übernommen. Aiden hat Cole übernommen. Genau. Und und wir wollen jetzt auf die Party gehen, wie auch immer wir das jetzt auch anstellen. Ich würde mal sagen, geh einfach mal raus zur Tür. Das machen wir. Und mal sehen, was passiert. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Genau. Sag mal, cool, der kommt mit. Oder kommt er eben gleich mit? Ja, kannst du dir jetzt aussteuern oder kommt der automatisch ich mit? Ich glaube, der kommt automatisch mit, oder? Warte mal, bleib mal stehen kurz. Ja, ja. Kann gehen den nicht steuern. Gehen wir jetzt zusammen feiern? Vielleicht also doch, konnte ich den jetzt doch irgendwie? Nee, konnte ich nicht. Der macht das. Mach. Wäre natürlich cool, wenn der uns noch direkt auf der Party fahren könnte. Mit den nach hinten gerollten Augen. Naja, Aiden fährt ja. Du steuerst deine Aiden ja. Aiden hat auch so eine gute Klarsicht. Na, weiß ich doch nicht. Ich kenne den ja nicht persönlich. Oh Mensch, Leute. Manchmal würde ich mal diesen Kopf nehmen. Und wieso ist das Spaß im Glas? The Magic Pen Trick gerne mal machen. So, na gut, dann gehen wir hier mal raus. Oder wollen wir nochmal. Na, Aiden ist ja drin. Das ist eine Gedenkstelle. Abgeschlossen. War ja klar. War ja klar. So, dann nehmen wir uns mal hier die Skärtchen. Die PA. Oh, jetzt sind wir auch noch diebisch. Ey, wir sind gemein. Wir sind Jugendliche. Pubertierende Jugendliche. Also ich habe keinen Leuten Karten geklaut. Ne? Nee. Glaube ich dir nicht. Hallo? Scheint die Luft. Ganz schön leer, hä? Ja, ich würde sagen, für so viel. Es ist ja auch Samstagabend. Es ist Samstagabend. Die sind ja alle weg. So feiern. Ja, ja, selbstverständlich. Konnte ich denn sowas vergessen? Ja. Ach, nee. Nee. Oh, die Texturen, die sie hier erstmal aufbauen mussten. Ich finde ja, wie sie guckt, hä? Ob jemand hier noch um die Ecke. Oh. Oh, Snacks. Da sind wir dabei. Och, nee. Das ist prima. Viva Automatica. Mhm. Jetzt sind wir wieder dabei hier. So, Cole, der muss aber mal. Oh. Hallo Cole, Jody. Hi. Bisschen spät für einen Ausflug, hä? Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt's, Cole? Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Hm? Cole, wir Ach, Cole hätte auch noch was sagen mal los. Nee, du willst. Gute Nacht. Reden. Na, mach mal. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat den ganzen Tag. Redet sich im Kopf und Kragen, wie geil ist das denn? Nicht anstecken, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wär besser für uns alle. Tja, ja. Gut. Ciao. Ciao. Oh, Gott sei Dank, ey. Jetzt geht's schon. An der Stelle würde ich mir überlegen, ist alles wirklich ist das, wert? Ist das wert? Du musst ja auch nachher wieder rein ohne Ende. Also zurück irgendwie. Das. Ach. Naja. Mal gucken. Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Das ist natürlich cool, ne? Wird der Cole jetzt? Überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Da geht's bestimmt übelst viel Ärger. Hat dich keiner gesehen. So, Cole, dann mach's gut. Wir fahren mal. Sorry an dieser Stelle, aber wir wollen mal feiern gehen. Schlüssel bitte. Ja, Schlüssel. So, du bist wieder dran. Jetzt ins Auto und lass den Motor an. Ach, er fährt wirklich, das war vorhin so Spaß von mir. Das war wirklich nur ein Spaß. Und jetzt fährt er wirklich. Oh, Gottes Willen. Das ist echt fies. Hoffentlich ist es eine Cutscene oder sowas. Ja, dann fahr mal.
Aber wir müssen noch einsteigen. Oder macht er uns bloß den Motor an? Weiß ich nicht. Oh nee, das kann doch nicht gut enden. So, dann fahren wir mal bitte. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Schönen guten Tag bei Beyond Two Souls. Verlassen starten. Mit dem Aiden am Steuer und der Jody als Beifahrer. Wir starten, verlassen, sag mal was. Nee, wir verlassen es erstmal. Mensch, ich war jetzt gerade aufgeregt und der macht ja eine Routine. Du wolltest doch zur Party rum. Ja, pass mal auf, ich erkläre dir das. Sie sagte gerade, bevor es ja losgeht, Benzin haben wir genug. Sie sagte gerade, man kann mich noch sehen. Da denke ich, wir müssen erstmal irgendwie wieder mit dem guten... Ah, der Aiden sitzt ja am Steuer. Das geht ja gar nicht, wenn ich da rausgehe. Du bist ein Trottel, du gehst raus und zeigst dich der Kamera nochmal direkt vor Coles Auto. Ja, gut. Kannst du versuchen, auf der anderen Seite einzusteigen? Siehst du? So, lass uns nochmal. So. Mensch, ist das hier aufregend. Dabei geht es bloß mal um eine Party, warum nicht einfach mit der Straßenbahn gefahren sind. Na gut, Kofferraum. In Kofferraum? Ernsthaft? Na, wenn die... Ist doch nicht dein Ernst. Du willst jetzt los, wirklich... Komm, steig in den Kofferraum. Nicht gerade eine glamouröse Flucht, aber besser geht's nicht. Ach so, weil die ja wahrscheinlich noch irgendwo an der Grenze, also an Grenzposten vorbeikommen, naja. Wollte ich sagen. Ja, dann stoppen wir mal jetzt hier. Na los, mach. Geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Warum so schnell? Nicht, dass ihr übelst rumpelt im Karton. Ich hab doch nicht mal einen Führerschein. Oh. Das ist ja als Schläfer, Kohl am Steuer. Dankeschön. Redest du jetzt für mich, oder was? Naja, ich war aufgeregt, ich hab Angst gehabt, dass er sagt, sei mir dank, aber... Mal aufmachen, bitte. Einmal bitte blasen. Können wir mit den Augen machen? Was gab's denn da zu naschen? Wir waren noch Pilze pflücken. So, Aiden, dann steig mal aus, mach mal mit dem Kofferraum auf. Das macht sich von innen immer so schlecht. Wenn jetzt die Polizei vorbeikommt, weißt du? Da gibt's Ärger. Und der gute Kohl kann nicht mal was dafür. Was denkst du, was da los ist? Mädchen im Kofferraum. Ach du Scheiße, nein, ist gut draußen. Wir spinnen ja schon wieder viel zu weit alles. Ja, wir sind da. Was ist doch nicht... Jetzt heißt mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Null Reaktion. Krass. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Was? In den Wald? Was geht denn bei dir? Ist die jetzt ohne Aiden unterwegs? Ja. Ich soll ihn in den Wald bringen. Und dann verlässt du den wieder und dann ist der auch der cool. Einfach im Wald? Das ist mitten ja übelst. Im Wald und er weiß gar nicht, was los ist. Ist das jetzt eigentlich so, obwohl ich das noch spiele, ist noch ein schlechtes Gewissen habe. Der arme Kohl, ey, der kann gar nicht dafür. Der macht einfach nur seinen Job. Ey, ganz ehrlich, der, ich meine, der kriegt das doch ja nicht aktiv mit, was da passiert. Naja, stell einfach, du wachst da einfach hier auf. Denkst du, hä? Und Jody oder weg? Dann kriegst du auch noch Ärger, weil du die rausgelassen hast. Ja. Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Okay. Bring ihn im Wald. Ich finde das so krass. Und jetzt? Der weiß doch gar nicht, wo er ist, wenn er aufsteht. Fressen doch die Wölfe, der verhungert da draußen. Der erfriert. Das sieht aber nicht sehr einladend aus. Hier ist die Bar. Ich meine, könntest du jetzt mit ruhigem Gewissen noch feiern gehen? Nö. Ich hätte überhaupt keinen Spaß mehr am Feiern. Nö, ich auch nicht. Happy Hour. $2 for a cocktail. Ja, dann mach ich jetzt. Ja, Aiden ist wieder da. Das wollte ich was mal testen. Ich dachte jetzt nicht, dass du bei dem im Wald wartest, bis wir wiederkommen. Und wir haben jetzt keinen Aiden, weil ich denke mal, das wird ihm bestimmt noch gebraucht. Das geht ja gar nicht. Die Nabelschnur ist ja nicht so lang. Weil irgendwie... Gibt doch keine Verlängerungsgabe. Was hast du denn da? Naja, dabei weiß auch nicht. Guck mal, Happy Hour, Montag bis Freitag. Und heute ist Samstag. Ach, scheiße. Okay, wir gehen wieder. Das war's, Jungs, das war's. Hat die überhaupt Geld? Und wenn ja, wo? Die hat ja keine Tasche und naja. Okay. Gibt's hier irgendwas? Ja. Kriegt die eigentlich Geld oder Taschengeld? Ne, warum? Sie kommt ja nicht raus, um's auszugeben, so böse, wie es klingt. Braucht keine Miete. Stimmt allerdings, ja. Wir gehen mal rein, aber ich denke mal, irgendwie, das hat irgendwie für mich alles ein bisschen mulmiges Gefühl hier, ehrlich gesagt. Steht mir ein Zettel. Das Klo sauber gemacht. Auf jeden Fall sind wir überhaupt schon. Und da willst du feiern? Sind wir überhaupt schon 21 jetzt gerade? Weil in Amerika muss man 21 sein. Also mal erst mal 21 volljährig. Da kriegt ihr noch nicht mal ein Bierchen. Noch keiner da. Noch keiner da. Ach, hier kommen noch Leute. Was denn für Leute kommt denn da? Unsere Freunde von der Geburtstagsparty. Ach, unsere lieben Freunde, genau. Die uns so lieb gewonnen haben. Ja, genau. Die haben bestimmt erstmal sowieso die Schnauze voll. Jetzt können wir hier mit spielen.
Geht doch nicht gleich auf die fremden Männer zu. Ich wollte eine Runde mitzocken. Vielleicht um Geld, weil kriegst du jetzt, jetzt Geld verdienen oder was? Nein, ich wollte ja einfach da. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir kreuzen. Geht doch mal da hinten in die Ecke rein. In die Ecke rein. In der Ecke rein. Ich gucke mich jetzt erstmal in der Bar um, was hier so geht. Hinsetzen. Bedingungen bitte. Hier als in 21. Ich will meine Nummer an. Wollt ihr wirklich nur eine Limo? Ich denke schon, oder? Die hacken doch jetzt irgendwas aus. Die gucken so. Ja. Was machen die? Danke. Schenkst du noch Dankeschön. Eiswürfel bitte. Das ist ein Stück, den ich gerade angegossen habe. Ja, jetzt nehmen wir ein Stück. Aber nicht, nicht aufstehen. Die Steuerung kommst du auch nicht so richtig klar, ne? Doch, aber es war die einzige Option. So. Na, trinken wir mal einen Schluck. Doch, gab's auch noch. Ich dachte, wir können aufstehen. Sollen wir einen Schluck getrunken? Dann können wir wieder aufstehen. Hat jetzt eigentlich nichts geändert. So, ja, doch, sie hat jetzt keinen Durst mehr. Sie, ja, sie hat keinen Durst mehr. Sie hat einen Schluck getrunken. Sie konnte ihr schlechtes Gewissen wegtrinken. Gut. Mit Limo. Mit Limo. So macht man das nämlich auch. Genau. Lolli lutschen und Limo trinken. Können wir alleine Darts spielen? Wäre ja, cool. Nee. Da war doch gerade noch eine Option. Oder? Ja, hier vorne war das am Tisch, glaube ich, oder? Achso. Wir machen mal Tischhopping. Setzen uns mal an jeden Tisch mal ran. Naja, hier war doch gerade was auch nicht. Ich habe mich nicht verguckt. Mensch! Jody, jetzt machen wir hier ordentlich. Ich dachte, technisch hätte ich hier an dem Tisch jetzt noch eine Option gesehen. Habe ich mich getäuscht. Hab ich getäuscht. Anscheinend, ja. Okay, wir reden mal ein bisschen. Verzeihung, heute Abend waren da ein paar Mädchen hier. Ich bin verabredet. Nein, ich habe hier keine Mädchen gesehen. Danke. Cool, was war das denn für ein Glitch? Hast du auch gerade gesehen? Mhm. Hm. Okay, unsere Freundinnen sind nicht da. Aber hier, oh! Ich will mal sagen, der Abend hat sich volle Kanne gemacht. Ja, das. Und dafür dann diese ganze. Klo verscheißert, würde ich sagen. Kohl verscheißert. Ja. Missbraucht im Endeffekt für eigene Zwecke. Auto entwendet, in den Wald gesteckt. Dafür, dass du jetzt eine Limo trinkst und am Automaten zockst. Ohne deine Freunde und besoffene Kerle, die ich dann wahrscheinlich gleich anmachen. Oh. GZ-Mädchen, was geschafft. Ja, das ist vollkommen gelungen. Erfolgreich. Eine Runde Billard, Schätzchen. Klar. Sicher. Jetzt mal ab, was macht. Betten, wir können jetzt gleich mal übel. Gelbe Scheiße. Ja, klar, wir können übel schieden mit dem Aiden. Aiden. Na dann Aiden. Mal, Aiden. Geht's mal los hier, bitte. Aiden oder Aiden? Aiden. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Kannst du? Erstmal muss ich ja selber. Was ist das? Schlecht. Schon einer eingelocht. Because I'm a pro. Was machst du hier so ganz alleine? Ach, Bierchen. Limo. Limo. Mit Lolli. Mach mal, Lüge. Nichts Besonderes. Nur ein normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. So, da schießen wir nochmal. Zack. Ach so, jetzt ist ja nicht mal die vorderste Perspektive. Scheiße. Dann gehen wir wieder, ob ich da was mache. Aber nicht ins Loch. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Was interessiert Wie dich alt das? Bist du? Aus solchen. Ja, halt schon so. Das sieht sie überhaupt nichts an. Und übrigens fragt man das nicht. Verzeihung. Weil du nichts kannst. Spacken. Was haben wir eigentlich, der Halbmond oder voll? Wissen deine Eltern, glaube ich, Bescheid? Das ist sicher. Ja.
Klar, was denkst du denn? Hergebracht. Genau. Und sie kommen dann. Sie müssten bald wieder hier sein und... und mich abholen. Kannst du irgendwie auf dem Eiden wechseln oder was? Nee. Hey! Sag mal! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Oh nee, oh, Alter. Hey. Hör ab, Mann. Eiden, los geht's! Wer ist da? Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich hin! Komm raus, du feiges Arschloch! Die wüssten ja, jetzt kommt hier ein Power, pass auf. Machst du die Leute wieder Angst? Oh ne, aber nicht, dass er auf uns drauf fällt. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen Angst machen. Malten kein. Dreh nur nicht durch, Frank! Guck mal, da unten war auch was. So ein Teppich hier. Ich kann es ja wirklich noch den Leuten so ein bisschen Angst machen. Ja, ich kann die leider nicht komplett übernehmen. Oh, guck mal hier. Die sind weg. Jump fuck, hat man voll. Hab ich da noch einen Tisch? Groben. Was sind das eigentlich für Spacken? Also, es trifft ja dieses Spiel durchweg nur Spacken. Nur Idioten. Nur Honks. Permanent jetzt hier. Bitte direkt in die Eier. Ich verfluchtes das Gespenst! Scheiße, als Maulfranken! Bullshit! Verdammter! Ich gehe hier noch drauf! Dann haut doch mal ab, einfach! Niemand geht drauf! Und bezahlt mein Limo noch! Von hier. Scheiße! Okay. Scheiße! Was zur Hölle machst du, Sam? Ich mach schon die verblutete Tür auf! Sie klemmt! Scheiße! Wer hat denn mir die Schlechte auf? Noch weiter ans. Kannst du nicht irgendwie. Ich bin auch zu gemein. Das würde so denken. Guck mal. Wir haben einen Stuhl gemacht oder was? Ja, jetzt geht's oder was? Geil. Achso, ach, du bist ein Wirken einfach. So schön. Sag doch was! Nein! Was ist los? Nein, Frank! Frank, nein! Nein, stopp! Nein! Nein! Nein, bitte! Nein, kommt der nächste dran? Nein. Oh, Scheiße! Ja, zum Glück ist der Eiden mit hier, oder? Ach du Scheiße! What the fuck? Nein, Alter! Ey! Ey, sick, Alter! Knallt ihr die Leute ab? Johnny. Ja, sorry, aber... Mein Gott, was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? So ein Gesocks. Ich wollte nur ausgehen und... ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay. Jo, krasse Szene. Und woher wissen Sie denn eigentlich, wo wir hier schon wieder sind? Wir haben die uns ja, jetzt gefunden. Wahrscheinlich ja. Nur, weil wir die eine Straße lang gegangen sind, aber ist erstmal egal. Ja, für alle Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen aufregen mögen, dass es halt vielleicht ein bisschen zu brutal war oder zu krass war, ich weiß es nicht. Also, wir haben von Anfang an irgendwie gesagt, dass halt der Fexer die Jody zockt und er zockt sie halt mit so wie er denkt, dass er sie spielen würde. Mal Pause. Machen wir mal Pause, genau. Und ich habe gesagt, ich spiele den Eiden mit den Emotionen, wie ich sie halt habe. Und jetzt habe ich halt gesehen, dass die Jody im Endeffekt ja eigentlich bekrapscht worden ist und weiß Gott, was da noch passiert wäre. Und deswegen war das jetzt so meine Reaktion, vielleicht übertrieben, aber letztendlich, tja, wollte ich sie noch beschützen. Na genau. Also das hat nochmal ganz gut gezeigt, wie das ein Spiel spielt. Ich finde es natürlich krass und natürlich geht das nicht. So die ganze Aktion hier, so krass. Und ich wusste auch so, wie wenn die Bar reingehen, irgendwas ja, muss ja wieder Beschissenes passieren, dass da wieder irgendwelche ja. Kunden der Jody was antun wollen. Ja. Und naja,
Beyond Two Souls, wie es weitergeht in der nächsten Folge, Leute. Genau, bis dahin. Tschüss. Ciao.